Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit Immortals Phoenix Rising. Schön, dass du... Plötzlich fiel Phoenix eine majestätische Kreatur ins Auge. Doch um das schöne Wesen zu zähmen, müsste Phoenix sich erst mit ihm anfreunden. Warum flüsterst du denn? Ich will das Pferd nicht verscheuchen. Was hast du genommen? Kann ich auch was haben? Tja, guter Einstieg auf jeden Fall. Ja. Okay, was wollte ich sagen? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf jeden Fall. Das vorneweg. Bin ich jetzt ganz rausgerissen. Und überrascht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Na. Windröschen. Oder Windröschen. Ernsthaft? Ja, halte Dreieck gedrückt, um ein gezähmtes Reittier zu rufen. Drücke Touchpad, um das Inventar zu öffnen und ein verfügbares Reittier auszuwählen. Krass. Achso, falsche Taste. Ja, erstmal jetzt die Karte weiter aufdecken, ne? Sind da nach wie vor noch ziemlich am Start. Jetzt reite ich erstmal hier. Oh. Reittier, was haben wir denn hier? Olympische Feige. Lecker. Wieder so viel Zeug, ja, den Riss, das. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Story weiter, ne? Erstmal die Karte aufdecken, so wieder so ein markanten Ort finden. Wo wir hochklettern und freilegen können. What the fuck? Oh, das sind mehrere Bären. Kann er den Achso, den kann ich ja jederzeit rufen, ne? Tada! Perfekt. Die Frage ist nur... Nein! Was ist das denn? Ach, schon wieder so einer. Na egal, lassen wir erstmal links liegen. Mal so einen Riss. Halle der Götter? Warte mal. Nee, nee. Das denke ich jetzt gleich, ich wollte gerade sagen. Warte mal. Ah. Ja. Schaffe ich den Meter noch? Ja, schaffe ich. Knappe Kiste. Glauben die Olympia, eine jämmerliche Armee von Halbgöttern hält mich auf? Den Göttern sei Dank, jetzt kann ich mich hinter dir abstecken. Oh fuck. Na, nimm ihn doch. Na.
Oh, der macht gut Schaden. Alter, das aber auch. Aha, aha. Warte mal, haben wir denn noch einen Stein? Nee. Hey, er wirft schon. Er hat die voll alle platt. Alle platt gemacht, mich gleich auch. Ja, gleich. Kann sagen. Ah, ich bin begraben. Alter, der Sack. Und da hebt ab. Achso, ich habe gerade ehrlich gesagt gedacht, das wäre ein Event. Irgendwie Story verbunden, aber das war doch für die Kiste. Okay. Naja. Ja, aber der hat immer so eine Standardkiste beschützt. Keine epische. Das wird alles Crafting sein, gehe ich mal stark von aus. Oder ja, ist das Crafting. Egal ob Rüstung. Was wollte ich denn? Lebensmittel. So, meine Güte. Ich glaube, ich habe das Wort Lebensmittel einfach nicht. Oder Tränke. Aber ich glaube, hier werden eher Tränke so sein, ne? Also, weiter klettern. Vielleicht ist ja rechts oder links irgendwo eine Treppe, ne? Und ich übersehe sie einfach nur. Wäre ja wieder typisch. Das wäre praktisch, typisch. Absolut typisch. Noch? Auch nicht mehr so. 18 Meter. Ich hoffe auch mal stark, dass diese Äpfel bei diesen Statuen immer nachspawnen. Ja, ganz praktisch auf jeden Fall. Wir sind da! Immer in jede... in jede Fuge reinrutschen muss. Was ist das? Achso, einfach Sparring. Oh, warte mal. Hey, schade. Der Anblick der großen Halle verschlug Phoenix den Atem. Das ist unglaublich.
Ja, ganz nett. Könnte mal renoviert werden. Die Sache mit den Säulen ist etwas altbacken. Also, sind wir hier sicher? Weißt du noch, was ich Typhon gestohlen habe? Es war ein kleines Stück seines Auges, damit dieser Ort vor seinen fürchterlichen Blicken verborgen bleibt. Gern geschehen. Du sagtest, das wäre die Halle der Götter. Nun, wo sind sie dann alle? Ich fange mal ganz von vorne an. Mit der Hand auf Phönix' Schulter erzählte Hermes die Geschichte von Typhon, dem Göttervernichter. Typhon, Sohn der Gaia, war ein furchtbares Ungeheuer, das die Titanen befreien und die Götter vernichten wollte. Er kämpfte mit Zeus um die Vorherrschaft über den Kosmos. Zum Glück wurde Typhon besiegt. Und wie er das wurde! Und unter einem Berg begraben, wo er kein Unheil mehr anrichten konnte. Wenn ich nur immer noch so gut in Form wäre. Viele Jahrtausende saß Typhon dort fest, bis Helios sich verfinsterte und brennende Sterne vom Himmel fielen. Die Sterne schmolzen Typhons Ketten und in einer Explosion aus Feuer und Rauch barst Typhon aus dem Berg hervor. Die Götter hatten ihm Unrecht angetan. Nie wieder, schwor er. Die Welt wird gesäubert. Die Götter werden büßen. Und so dürstete Typhon nach Rache. Zerstöre den Vorhang, der dieses heilige Land von der Unterwelt trennt. Lass Tartaros unter den Göttern wandeln. Zertrampelt, vertilgt und zermalmt die falschen Götter zu Staub. Kommt, Olympia! Schwingt eure Waffen und stellt euch mir! Ihr habt meine Macht unterschätzt und euch in eurem Hochmut gesonnt. Beugt euch meiner unerreichten Vollkommenheit! Manche Götter flohen, manche blieben und kämpften. Viele wurden gefangen. Typhon riss sie entzwei. Er stahl ihnen ihre Essenz und verwandelte sie unwiederbringlich. In einem letzten, verzweifelten Versuch, ihr Land zu retten, riefen die Götter die alten Helden. Die letzten Krieger, in deren Venen noch ein Mindestmaß an göttlichem Blut zu finden war. Schwach und selbstverliebt. Eure Helden werden nur noch ein Schatten ihrer selbst sein und mir bis in alle Ewigkeit dienen. Die Götter hatten versagt und die Helden ebenso. Doch als alle Hoffnung verloren schien, also ja, es wurde ordentlich gekämpft und verloren. Und jetzt bist du unsere einzige Hoffnung, den alten Glanz wiederherzustellen und die Welt vor dem Chaos zu bewahren. Wir haben nur noch dich, Phönix. Aber keinen Druck. Kein Druck. Ich habe den Überblick verloren, wer wer ist. Bist du das mit der Stachelfrisur oder Typhon? Ach, vergiss es. Die besiegten Götter müssen mit ihren Essenzen wiedervereint werden, damit sie zu alter Stärke finden. Und dann müsst ihr gemeinsam Typhon bezwingen. Das klingt gar nicht so leicht. Ich wünschte, mein Bruder wäre hier. Gut, hör mal. Ich bin nicht perfekt, ja? Ich meine, ich war's, der Pandora zur Erde gebracht hat, um Zeus willen. Aber vielleicht, nur vielleicht, bist du der rechte Held zur rechten Zeit. Und ehrlich gesagt, bist du auch der Einzige, der noch da ist. Alle anderen wurden schon besiegt. Viel Glück. Ich werde hier warten und nichts tun. Ich meine natürlich, alles vorbereiten. Dann, danke? Oh, du machst wieder dieses Gesicht. Na schön. Am besten fängst du damit an, die anderen Statuen auf der Goldinsel zu erklimmen, um die verschwundenen Götter zu finden.
Sie sollten dir sagen können, wo ihre gestohlenen Essenzen sind. Allerdings waren sie in letzter Zeit nicht sie selbst. Also bin ich nicht ganz sicher. Und was heißt das jetzt? Das wirst du schon sehen. Hat da Spaß dran. Nix, denk nach. Was würde mein Bruder tun? Legion würde es vermutlich ganz allein mit Typhon aufnehmen. Wie damals, als er die gesamte spartanische Flotte besiegt hat. Wem mache ich was vor? Das ist zu viel für mich. Aphrodite-Statue. Ja, der ewige Kampf zwischen Titan und Göttern, ne? Was haben wir denn hier? Warte mal. Friseur. Was? Ach so, optische Änderung einfach, ne? Ist das für die jährliche Zahnuntersuchung der Götter? Nein, hier reißen wir uns die Haut vom Leib und wandeln unsere Gestalt. Ja, immer noch besser als ein Zahnarztbesuch. Ja, ist einfach die Optik, ne? Ja. Optisch. Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize. Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Mhm. Und da ich der Gott des Handels bin, kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln. Wie kreativ. Du kannst natürlich auch mit deinen eigenen Elektra bezahlen. Ich dachte, der Anreiz war für mich. Naja, ich bin auch der Gott des Profits. Diese Preise. Und ich bin der Gott der Diebe. Wir haben alle unsere Laster. Was ist das da drunter? Ein Putzplan. Sonst müssen immer alle anderen hinter Ares herräumen. Hast du schon mal versucht, Blut aus einer Blutlache zu bekommen? Eine Herakles-Aufgabe. Hermes Übersicht der Heldenprüfungen. Komm in den Hermes Heldenprüfungen voran, um exklusive Belohnungen zu erhalten. Schließe Ätherprüfungen ab, um Elektra zu erhalten, die du bei Dingel Dingel Ding Dong findest. Kessel der Kirke. Verbinde gesammelte Zutaten am Kessel der Kirke, um Tränke herzustellen. Phoenix ließ das hohle Kompliment in der nachfolgenden Stille verebben. Stattdessen konzentrierte er sich auf mögliche Rezepte für Tränke. Aha. Sag ich doch. Gibt Crafting. So sammle ich denn sonst den ganzen Bums auf. Ah, guck mal. Ah. Bin der drei Gründe. Ja, viel habe ich nicht. Verbessert 90 Sekunden lang alle Waffen und Fähigkeiten. Angriffs. Ach so, der brauche ich direkt eine. Für Verteidigung, ja, ah ne, da brauche ich noch. Alles klar. Nett. Hätte ich gerade gebraucht gegen den Riesen da. Zyklopen. Naja. Den Trank hätte ich auch so genommen, ohne Tanz. Das ist Schmiede. Ist das hier feister Schmiede? Süß. Versuch dich nicht versehentlich aufzuspießen. Aber Phoenix hörte nicht mehr zu. Die Schmiede zog ihn auf geheimnisvolle Weise an. Das Adamant, das er gefunden hatte, wollte geschmiedet werden. Ja, jetzt wird erstmal gekloppt. Verbesserung, ne? Schaden, die Axt. Schwert. Ja, komm, warte mal. 500 davon, 80 davon. Könnten wir eigentlich machen. Damit kann man die Tränke auch verbessern. Jo. Aha. Finde ich schön, aber. Also so macht schon mal das Looten Sinn. Ich hatte schon... Ja gut, allgemein, ihr sicherlich auch mal das eine oder andere Spiel, wo man halt einfach hinterher, so ab der Hälfte, sag ich mal zum Beispiel, wenn man sich mit Looten dran gehalten hat, einfach gar nicht mehr so den Sinn darin gesehen hat, weiter zu looten. Ne? Man hatte immer genug und hat kaum
gecraftet, also ja. War bei mir nicht selten. Bernstein, Bögen, die Axt. Komm, ich verbessere die Axt, dann ballert die noch ein bisschen besser rein. Tränke passt eigentlich. Fürs Erste. Den Rest, den spare ich mir, glaube ich, erstmal. Erstmal wieder tot sparen. 580, ja, dann geht es auch langsam gegen Ende. 1900. Guck mal, da hätte ich genau ein übrig noch von den blauen. Na gut. Aber cool. Cooles System. Gefällt mir. Simpel. 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 Aber cool. Finde ich gut. So, hier. Da ist wieder dieser wunderbare Duft. Ambrosia ist Leben. Du willst besser geschützt sein? Dann komm her und trink es. Und dann lass dich fallen. Einmal hat Athena die komplette Kylix ausgetrunken und die gesamte griechische Flotte zerstört. Kurz nachdem sie sich mit ihr verbündet hatte. Das war episch. Entschuldige, man muss wohl dabei gewesen sein. Viele meiner Verwandten waren dabei. Sie starben. Ich habe Athena gesagt, sie soll das lassen. Aber hat sie gehört? Nein. Gerade war er noch ganz begeistert. Okay. Ah, einfach runterkippen. So, damit haben wir unseren, ja, unser Hub so gesehen. Ach, da ist noch ein bisschen was. Fast komplett kennengelernt. Sammle Blitze des Zeus. Ja, habe ich ja schon ein paar, um die Ausdauer zu verbessern. Und hier trainierst du? Oh Götter, nein. Was für eine Zeitverschwendung. Nutze einfach den Blitz des Zeus, um deine Muskeln und Ausdauer zu verbessern. So mache ich das immer. Du bist eine Inspiration. Das höre ich öfter. Aha. Kann ich den schon verbessern? Ach, mir fehlt einer. Okay. Hier haben wir jetzt noch... Was ist das? Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Ah, cool. Aber sei vorsichtig. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau. So, damit haben wir auch das. Fähigkeiten. 20 habe ich. Das hiermit kann ich dann besser schmeißen, oder? Oder weiter und fester wahrscheinlich, ne? Zuzuspringen. Ups. Direkt Schluck auf. Da zieh ich mich ran dann. Schnellwurf. Okay, ja gut. Da werde ich mir mal gleich Gedanken darüber machen, welche ich nehme. Sprengt jetzt ein bisschen Rahmen, wenn wir, glaube ich, alle einzeln durchgehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann.